selbst erfahrene Formel-1-Piloten schwärmten, als sie 1979, wie hier in Monaco, den schnellsten Sportwagen Deutschlands testen durften. Für den brandneuen BMW M1 wurde sogar eine eigene Rennserie geschaffen. Die Procar-Serie wurde 1979 und 80 vor den europäischen Formel-1 Grand Prix-Rennen ausgetragen. Und hier ging es um reines Können, denn alle fuhren im gleichen Rennwagen. Niki Lauda und Nelson Piquet holten sich damals den Titel des Procar-Meisters. M1, das stand für das erste Fahrzeug der BMW M GmbH. 264,7 Stundenkilometer Spitze. 5,6 Sekunden von 0 auf 100. Mit Werten, die noch heute als außergewöhnlich gelten, setzte der BMW M1 schon vor 30 Jahren sportliche Maßstäbe. Herzstück des BMW M1 war sein 277 PS starker Reihensechszylinder-Mittelmotor. Er machte erst die extrem flache Form möglich. Äußerliches Vorbild war das Concept Car BMW Turbo, 1972 entworfen von BMW-Designer Paul Brack. Giorgio Giugiaro verpasste dem BMW M1 dann sein zeitgemäß kantiges Profil. Und auch berühmte Künstler wurden in die Gestaltung mit einbezogen. 1979 schuf Andy Warhol aus dem M1 das vierte BMW Art Car. Das schnellste Kunstwerk der Welt kam auch in Le Mans zum Einsatz und erreichte beim 24-Stunden-Rennen den 6. Platz. Das Auto ist besser gelungen als das Kunstwerk, kommentierte Warhol später seine Arbeit.